An 4 Tagen 800 Kilogramm Lego verbauen? Das war jetzt in der Freien Evangelischen Gemeinde Bad Arolsen möglich. Denn die hatte zu den Lego-Bautagen eingeladen. Und 40 Kinder waren gekommen, um eine ganze bunte Stadt zu errichten. Dementsprechend laut und lustig ging es im Gemeindezentrum zu. Eifrig und sehr geschickt bastelten die jungen Architekten Gebäude und anderes und fügten es in die Lego-Landschaft ein. Dort wuchsen dann Gärten voller Blumen, Tierparks, Wohnhäuser, himmelhohe Türme, aber auch ein Bahnhof, ein Flugplatz, ein Stadion und ein Hafen. Tausende von Steinen wurden dafür gebraucht, die in Kisten bereitstanden. Gebaut wurde nach Fantasie oder auch nach Anleitung. Und wer nicht mehr weiter wusste, konnte sich von den Erwachsenen helfen lassen. Und so entstand Stück für Stück eine ganze Welt aus kleinen, bunten Steinen.